Später. Jetzt nicht. Komm hoch. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir was ausgeliehen und zwar werde ich dieses Wochenende ein paar Äste schneiden. Naja, auf jeden Fall wollen wir ein paar Weiden schneiden und noch so ein paar andere Bäume. Wir wollen halt schon mal anfangen damit, also es ist jede Menge, was wir schneiden müssen und ja, das Wetter lässt es im Moment nicht zu, dass ich irgendwie mit dem Trecker auf der Wiese kann. Und deswegen schneiden wir erstmal ein paar Bäume und wollen auch von den Weiden, die wir haben, die dicken Äste wieder einpflanzen. Das ist ganz praktisch bei der Weide. Kann man ja sozusagen sich die dicken Äste, ich schneide sie so auf 2 Meter zurecht. Und dann kann man die einbuddeln und dann entwickeln die unten wieder Wurzeln und es sprießt ein neuer Baum. Genau. Und da zeige ich euch nachher, wo wir die hinpflanzen wollen. So ein bisschen als Schattenspender. Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Eigentlich wollte ich jetzt die Bäume schneiden. Aber da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Es ist so am Regnen. Wichtig ist, dass auch die Apfelbäume geschnitten werden, denn die wachsen sehr hoch und wir kriegen in einem Monat eine Photovoltaikanlage auf unser Stalldach. Und da müssen die Apfelbäume oben abgesäbelt werden. Die sind eh viel zu hoch. Genau, und das wollte ich jetzt eigentlich als erstes machen. Ja, aber wie man sieht, man kann auch im Regen keine Bäume schneiden. Also muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Wir müssen im Keller, kann ich euch gleich zeigen, da muss man was freiräumen. Da soll nämlich der Speicher für unsere Photovoltaikanlage hin. Und da liegt noch so viel Metall. Und das werde ich jetzt erstmal hier hinräumen, in die Scheune. Dann werden wir aussortieren, was zum Schrotthändler kommt und was wir behalten. Hier haben wir unsere kleine Ecke. Die müssen wir noch leer räumen. Und dann soll da wahrscheinlich dann der Speicher hin. Genau. Und dann räumen wir mal frei, was? Was ist das denn eigentlich?
gut was geschafft hier. So. So, dann zeige ich die nächste Räume hier. Das muss auch alles noch schön aufgeräumt werden hier. Was ich gebrauchen kann, kommt dann oben in die Scheune und der Rest kommt auch zum Schrotthändler. So, mal raus aus der Bude. Und jetzt können wir, glaube ich, Bäume schneiden. So, da ist ganz schön was zusammengekommen. Hier kann man es sich nochmal schön betrachten. Was auch immer das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Aber der Schrotthändler wird sich freuen. Oh, sieht man mir an, dass es ein bisschen anstrengend war. Boah, ich glaube nicht, oder? So, ihr habt den Zeitraffer gesehen, also für euch ging es ganz schnell. Für uns hat es ein bisschen gedauert. So, als nächstes. Weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Wobei, im Moment regnet es gerade nicht. Vielleicht sägen wir ein bisschen. Schauen wir mal. So, Dille. Jetzt versuchen wir mal. Da oben die Äste, die müssen weg. Und da hinten muss auch was weg, denn die Photovoltaikanlage kommt da oben drauf. Und jetzt versuchen wir mal, wie wir mit dem Gerät das kürzen können. Ich hoffe mal, ich komme da dran, ohne Leiter. Deswegen gucke ich mir das gerade schon ein bisschen an. Ja, so im besten Zustand sind die Apfelbäume auch nicht mehr, aber wir geben alles, dass noch ein paar Äste dranbleiben. Genau, und jetzt schauen wir mal. Also, wie gesagt, wenn die im Dezember kommen, bauen die auch hier ein komplettes Gerüst auf. Und dann versuche ich von dem Gerüst aus dann auch noch mal was abzuschneiden, was wir jetzt nicht hinkriegen. Also, drückt bitte Daumen und ich stelle euch mal ein bisschen daneben. Könnt ihr zuschauen. Auf geht's. Springt er schon mal gut an. Der Auspuff ist ganz schön am Knöttern. Hier, habe ich vergessen, muss ich gerade holen.
ist auf jeden Fall sau anstrengend. Oh, dieses Ding ist recht schwer. Und dann bei dem Hebel, ach, da muss schon was im Ärmel haben. Alter. Oh. Und der Baum war jetzt gar nicht so wichtig. So, ich versuche jetzt mit der Leiter an die oberen Äste ranzukommen. Schauen wir mal, ob es klappt. Pause. So, langsam dunkel draußen, aber es hat auch wieder angefangen zu regnen, deswegen habe ich jetzt aufgehört. Außerdem sind da jetzt ein paar Reiter und das ist direkt der Weg da drunter her und da wollte ich jetzt gerade nicht sägen. Ja, mein Fazit zum Hochendaster, schwer, schweres Gerät. Also, boah. Gerade wenn man den doppelt ausfährt, also auf maximale Länge, ich weiß gar nicht, was das ist, 2,90 Meter oder so. Alter, dann kommt man da oben, da ist jeder kleine Ast, der da so ein bisschen im Weg ist, ist echt mega fies. Und ja, und dann kommen die Äste dann natürlich auch nicht runter, wenn man sie abgesägt hat. Das ist auch nochmal scheiße. Muss ich mal gucken, wie ich das morgen mache, dass ich die da irgendwie runterkriege. Ansonsten sind sie mit dem nächsten Windstoß unten. Aber irgendwie müssen wir sie da runterkriegen. Also morgen nochmal ein kurzer Angriff. Mal gucken, was ich da noch schaffe. Und ja, jetzt mache ich hier erstmal Schluss. Und mal gucken, ob ich jetzt noch die Sachen da hinten hinrödel oder ob es schon zu dunkel ist. Naja, ihr werdet es gleich sehen. Für euch ist das ja innerhalb von einer Sekunde nächsten Tag. Wusch. Ja, wusch. Ist noch nichts nächsten Tag. So, ich werde, da seht ihr, da ist noch eine Tür. Die kriege ich jetzt nicht auf, weil steht alles vor. Jetzt räume ich das ein bisschen an die Seite, dass ich die Tür aufkriege und dann kann ich die gleich da durchbuxieren. Und morgen dann ins finale Endlager stellen. Dafür muss erstmal meine Säge hier ein bisschen an der Seite. Ich freue mich gleich schon, wenn ich den Ofen anmache. Es ist nämlich arschkalt.
Schalter ist auch wichtig. Den braucht man immer in der Werkstatt. Ganz easy peasy. Schnell gemacht, gerade mal weggeräumt. Hier ganz flugs. Stecke fest. Ah. Wie gut, dass das Ding rollen hat. So, Kandidat Nummer 1 und Kandidat Nummer 2. Wer will kaufen? Einen wunderschönen guten Morgen. Puh. So, heute müssen wir ein bisschen Hafer nachfüllen. Hier in diesem Kasten ist unser Hafer. Hier können sich die Pferde reingehen und mit dem Chip. Da wird dann geprüft, ob sie Hafer bekommen, und dann ist hier unten eine Schnecke drin und dann wird denen ein bisschen Hafer ausgeschüttet. Und damit das immer voll ist, müssen wir ein bisschen was nachfüllen. Und wir verwenden Schwarzhafer, hier kann man das sehen. Genau. So, und jetzt fülle ich das einmal auf. So. So, zeige ich euch einmal, wie das aussieht. So, hier ist quasi die Vorratsbox. Scharf, scharf, scharf. So, und dann ist hier unten sozusagen eine Schnecke drin. Und hier vorne, da, das dreht sich einmal und durch die Öffnung rieselt dann hier unten. Rieselt dann da unten der Hafer rein und dann kommen die Pferde. Ach scheiße, das sieht man gar nicht. Können die Pferde da unten. Ah, kann man nicht sehen. Also, da können sie es auf jeden Fall abrufen. So, und jedes Pferd hat einen Chip um den Hals. Und hier unten runter. Das ist eine Fläche, dahinter ist sozusagen ein Sensor und dann weiß man hier an dem Computer, hier zum Beispiel steht im Moment Körchen drin und Körchen kriegt nichts. Der steht da drin, aber er kriegt nichts. Gut, wenn es jetzt ein anderes Pferd wäre, was was kriegen würde, dann wird da unten Hafer ausrieseln. Außerdem kann man dann noch zusätzlich diese Raufe hier aufmachen, dass ein Pferd zusätzlich noch Heu futtern kann.
Das ist für schwerfutterige Pferde, dass sie zusätzlich noch Heu bekommen. So ist das. So, weiter geht's. So, Zaun reparieren mal wieder. Ich habe damals diese Schrauben verwendet. Die sind ein bisschen klein. Heute nehmen wir diese Schrauben. Seid ihr noch da? So, hier sieht man, hier ist das ganze Brett rausgerissen. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen die Schnipsel ein bisschen wegmachen. Und die Brennnessel auch. So. So, das kommt nämlich hier unten hin. Die alten Schrauben müssen wir wieder raus. So sieht das doch besser aus. Gut, die Seite haben wir. Jetzt kommt die andere Seite. So. Jetzt Schrauben. Die andere Seite mal. Erstmal los. Reinschrauben. Fertig. Nächste Baustelle. Das ist mega anstrengend.
jetzt schön frei geworden. So, jetzt muss ich mich noch um den Kandidaten kümmern da. Das wird schwierig, denn der ist höher. Aber der kann oben eigentlich alles ab. Und ja, der wird auch nicht einfach. Da ganz oben sind noch diese wasserführenden Äste oder wie die heißen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch mit der Leiter hinkomme. Hab ja ein bisschen Höhenangst. So, weiter im Text. Oh, die Sonne. Juhu! Das kleine Päckchen für unseren Schrotthändler. Damit das nicht so schwierig hat, haben wir es hier direkt an der Straße gestellt. Und dann kann er es gleich mitnehmen. Aus dem Auge, aus dem Sinn. So, jetzt scheint die Sonne. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Ja, die Weiden haben wir jetzt leider nicht geschnitten. Ich habe gedacht, das mit den Apfelbäumen geht schneller. Aber nächstes Mal. Ich werde mich jetzt auch schon mal verabschieden. Heute ist Sonntag, heute ist noch ein bisschen Familie angesagt. Wollen mal gucken. Das Video war ein bisschen kunterbunt durcheinander. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie einigermaßen schön zurechtgeschnitten für euch. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert den Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben. Da freue ich mich drüber. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Diese Verabschiedung. Kannst du kaufen.